Today is the first El Rolo. You'll see that you're in different categories. Very soon we're going to start practice. Unkontrolliert. Wenn man in die Kurve reinfährt, dann hat man den linken Fuß ganz leicht am Boden. Oder wenn das Vorderrad wegschmiert, und dann muss man mit dem linken Fuß mehr oder weniger das Vorderrad ein bisschen kontrollieren. Also das letzte richtige Rennen, das ist mehr als 20 Jahre her. Das war 1998. Und so einen richtigen Wettbewerb habe ich eigentlich seitdem nicht mehr gefahren. Das waren alles nur so Showfahrten. Und darum ist es heute schon. Ich habe ein bisschen unruhig geschlafen, aber irgendwie freut es mich schon, dass ich dabei bin. Zum Motorrad muss ich sagen, man sieht natürlich, dass man mit so einer Scrambler alle Möglichkeiten hat, so ein Motorrad umzubauen. Und auch die schöne Lackierung, wenn man das so anschaut, das ist faszinierend. Man kann auch mit so einem Scrambler ein bisschen eine Gaudi erleben. Man muss sich nicht nur auf der großen Landstraße oder auf den geteerten Wegen bewegen, sondern man kann wirklich mal runter und kann irgendwie auf einem Maisfeld rüberfahren und leichte Drifts üben. Das ist auf alle Fälle gut für die Straßentauglichkeit, für die Straßenerfahrung, weil wenn es nochmal regnet oder so und das Motorrad fängt zum Rutschen an, so kann man das hier trainieren und da hat der Scrambler einfach die besten Voraussetzungen dafür. Ich habe vor einem Jahr wurde ja schon hier mit BMW teilgenommen und dann habe ich auf so einer 90 ein Surfbrettel Drohhänger gesehen. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Zeug da drauf? Dabei ist das eben Wheels and Waves, das passt genau hier nach Biarritz, da wo die ganzen Wellen sind, die Wellenreiter sind und natürlich die Wheels, die umgebauten Custom-Motorräder. Und das ist ja so, dass das jetzt anscheinend einen richtigen Namen bekommt und richtige Routine sich aufbaut und von daher glaube ich, muss man auf alle Fälle dabei sein. Also wenn das wieder ist, dann bin ich wieder dabei.